Kunde, schön, dass du da bist. Ihr sucht gerade und zwar einen Solution Architect und vielleicht erklärst du uns mal, was das ist, wen ihr da genau sucht. Ja, hallo Laszlo. Ja, genau. Wir suchen einen Solution-Architekten und das ist leider gar nicht so einfach, weil wir einen Menschen suchen, der ganz viel breite Erfahrung hat und nicht nur an einem Thema speziell unterwegs ist. Wir selber sind ja im IT-Outsourcing-Bereich unterwegs mit unseren Kunden und wir brauchen jemanden, der da Erfahrung hat, ein breites Wissen hat über viele verschiedene Aspekte und ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie aus Legosteinen, aus unseren Standards, die einzelnen Legosteine sind, eben eine gute Lösung für unsere Kunden bereitstellt, je nach den Anfragen, die von den Kunden reinkommt. Also ist die Person auch viel im Pre-Sales unterwegs. Also wir sind an der Kundenfront, im Customer Care heißt unser Bereich, an der Kundenfront. Ja, die Person ist da viel im Pre-Sales unterwegs, bei den Kunden direkt, hört sich die Bedarfe der Kunden an oder auch im Ausschreibungsbereich mit aktiv, guckt, was ist für die Kunden die Lösung, spricht das auch mit den Kunden durch oder hilft den Kollegen bei den Bearbeitungen von Ausschreibungen. Ja, ein ganz vielfältiges Umfeld. Prima, das heißt, ich muss also beides können, einmal das technische Know-how mitbringen im besten Genau. Fall und dann natürlich auch das Kommunikative und Zwischenmenschliche. Absolut, das ist schon ein wichtiger Part, weil man mit vielen unterschiedlichen Menschen unterwegs ist. Natürlich zum einen bei uns rein in den Bereich, in die Gesellschaft, und da auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, aber eben auch gerade nach draußen, zum Kunden hin. Und da findet man natürlich technische Ansprechpartner genauso wie Management-Ansprechpartner vor, mit denen man ins Gespräch geht. Also über alle Ebenen, wunderbar. Jetzt ist es ja ein Solution Architect, das heißt, die Lösung muss erst gebaut werden, so verstehe ich das. Habt ihr da bestimmte Standards oder wird da für jeden Kunden individuell gesucht? Nein, wir haben schon Standards. Wir haben einen Servicekatalog, der den Standard bildet, wo wir einzelne Bausteine schon beschrieben drin haben. Aber natürlich kann es immer mal sein, dass die einzelnen Standards auch nicht so auf den Kunden passen. Und die wollen dann eben auch zusammengesetzt werden, diese Standards, so dass es gut ist. Super. Welcher Mensch passt bei euch ins Team? Wen sucht ihr da genau? Welcher Mensch passt bei uns ins Team? Jemand, der pragmatisch ist, lösungsorientiert ist, Lust hat, Dinge zu bewegen, Dinge aufzubauen, sich mit einzubringen, einfach Spaß an dem hat, was er tut. Prima, Gunde. Und wo kann ich mich dann am besten bei euch bewerben? Ich denke mal, Laszlo, da wirst du einen Link zur Verfügung stellen. Das denke ich wohl auch. Also schaut euch das an, lernt Gundel und ihr Team kennen. Vielleicht noch als Frage, wie groß ist euer Team, damit man da so eine ungefähre Vorstellung hat? Wir sind bei uns im Customer Care Bereich 35 Leute, aber es sind jetzt nicht nur 35 Leute, die im Vertrieb arbeiten, also nur, nicht nur in eine Richtung im Pre-Sales, sondern bei uns sind von Service Desk über Service Manager, Projektleiter, Vertrieb und Pre-Saler eben alles dabei. Alles, was Richtung Kunde arbeitet. Prima, also man lernt eine ganze breite Palette auch an Menschen und an Zuständigkeiten Genau. kennen, bringt selber im besten Fall dieses technische Know-how mit und kann also immer mit Menschen arbeiten. Das ist ja das Wunderbare. Ich verlinke Genau. das Ganze und ihr freut euch sicher, wenn ihr da die Leute kennenlernt. Und Gunde, Absolut. viel Erfolg bei der Suche. Dankeschön.